Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man die IKEA Moslander Bilderleiste richtig anbringen und somit natürlich auch richtig aufhängen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In meinem Fall werde ich das Ganze mal bei der Leiste mit 55 cm Länge zeigen. Jedoch funktioniert es natürlich bei anderen Längen bzw. Varianten relativ ähnlich. Zuerst einmal müssen wir unsere Bilderleiste an die gewünschte Stelle halten und am besten einfach mal eine Wasserwaage drauflegen. Dann können wir das Ganze nämlich auch schon schön ins Wasser ausrichten. Und wenn es passt, dann am besten mal unsere beiden Bohrlöcher mit einem Bleistift an der Wand anzeichnen. Wenn wir uns sicher sind, dass unter den Bohrstellen keine Leitung verlaufen, dann können wir auch schon mal die Löcher dementsprechend bohren. Befestigungsmaterial ist leider nicht mit dabei, weswegen ich einfach mal selber 6er Dübel verwende und natürlich das Ganze dann auch dementsprechend mit so einem 6er Bohrer hier bohren werde. Danach klopfe ich meine Dübel in die Wand hinein. Halte die Bilderleiste an die gewünschte Stelle und kann auch schon meine beiden Schrauben einbringen. Zum Schluss die Schraubenköpfe noch mit diesen zwei mitgelieferten Sticker überkleben. Und wir haben unsere IKEA Bilderleiste auch schon fest angebracht. Wenn du dir für zu Hause auch so einen Akkubohrhammer, eine Bilderleiste in den verschiedensten Längen oder natürlich auch Schrauben und Dübel zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.